Leute, heute habe ich ein neues Spiel für euch mitgebracht. Wie ihr am Thumbnail und an der Überschrift schon erkennen könnt, handelt es sich dabei um Astria Ascending. Ich finde, Astria Ascending sieht aus, als hätte Vanillaware gesagt, okay, wir machen Final Fantasy XII, als Final Fantasy XII gemacht wurde, basically. Und obwohl dieses Jahr sehr viele neue JRPGs rauskamen und sehr viele Serien weitergeführt wurden und im September Tales of Arise ansteht, solltet ihr Astria Ascending nicht übersehen und ich erzähle euch gleich ganz genau warum. Viel Spaß! Zunächst einmal, was ist Astria Ascending überhaupt? Vielleicht hat der ein oder die andere von euch bereits die Trailer gesehen. Es handelt sich dabei um ein Spiel aus dem Hause Artisan Studios und dem Publisher Dear Villagers. Ihr werdet jetzt sagen, what, wer sind die denn? Artisan Studios ist ein Studio, das 2016 in Frankreich gegründet wurde. Dann wurde das Team nach Kanada in Quebec verlegt und dann wurde es immer größer und jetzt hat es zwei Sitze, einen in Südfrankreich und einen in Kanada. Die haben dann Super Neptunia RPG, also ein Spiel für das Neptunia-Franchise gemacht. Und die Entwickler oder die Gründer sind ganz besonders Fans von klassischen JRPGs. Und das lassen sie uns in Astria Ascending zu jeder Zeit spüren. Nicht nur das, sie haben auch Final Fantasy-Größen wie Hitoshi Sakimoto, Kazushige Nojima und Akihiko Yoshida und Hideo Manaba mit ins Boot geholt, beziehungsweise sie damit beauftragt, an Astria Ascending mitzuarbeiten. Wer diese Leute sind, ich erkläre es nochmal ganz kurz, denn die sind gar nicht so unwichtig. Hitoshi Sakimoto ist ein Komponist, der vor allem für Final Fantasy XII und Vagrant Story bekannt ist und an Final Fantasy Tactics mitgearbeitet hat. Insgesamt hat er aber schon für über 80 Spiele Musik komponiert. Und während ich nicht sagen würde, dass die Musik im Fokus steht bei Astria Ascending, ist sie doch ein sehr, sehr schöner und guter Begleiter. Dazu komme ich auch noch gleich, denn es gibt so ein paar Stellen, wo mir die Musik sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Kazushige Nojima könnte Final Fantasy Fans ebenfalls ein Begriff sein, denn der hat für Final Fantasy X und Final Fantasy VII mitgeschrieben, arbeitet hier ebenfalls am Skript von Astria Ascending mit. Wobei ich sagen muss, ich finde, Astria Ascending hat auch tatsächlich sehr, sehr ernstere Töne als viele Final Fantasies, die ich zumindest gespielt habe. Darauf komme ich ebenfalls gleich zu sprechen. Side Designation ist das Studio, das hinter dem wunderschönen Artstyle steckt. Die beiden Künstler von Side Designation haben auch bereits an Bravely Second, nicht an dem neuesten Bravely Second, sondern an Bravely Second Endlayer mitgearbeitet. Das ist das Spiel aus 2016 für den DS, falls ihr euch erinnert. Aber sie sind auch bekannt für aktuell von Rage of Bahamut. Das hatte ich auch schon im Shadowverse, glaube ich, als gutes Beispiel erwähnt. Wenn nicht, dann tue ich es jetzt. Ich mag Rage of Bahamut sehr. Schaut den Anime, please. However, Terra Battle und Grand Blue Fantasy, falls euch die beiden ein Begriff sind, dann könntet ihr den Artstyle auch daher wiedererkennen. Insgesamt muss ich sagen, dass ich finde, Astria Ascending lebt vom Artstyle. Also das ist der einzige, wobei der Combat auch wirklich sehr, sehr gut ist, aber auch viele Schwächen hat, auf die ich gleich zu sprechen komme, finde ich, der Zeichenstil ist das, was dieses Spiel als einzigartiges Merkmal trägt. Denn wie gesagt, es hat so ein bisschen was von Vanillaware und von Final Fantasy, hat also einen sehr, sehr schönen Schliff. Und das ist auch das, was mich persönlich immer wieder motiviert hat, zu dem Spiel zurückzukommen. Weshalb ich finde, dass der Artstyle schon sehr, sehr viel dazu beiträgt und dementsprechend Artisan Studios eine sehr, sehr gute Entscheidung damit getroffen haben, alte Veteranen in dem Genre damit beauftragen, naja, dass Artisan Studios ihren Artstyle nach außen verlagert haben und denen quasi das Ganze überlassen haben, denn das tut dem Spiel wirklich sehr, sehr gut. Storytechnisch handelt es sich bei Astria Ascending um 8 Halbgötter, die alle auserwählt wurden, um die Harmonie in ihrer Welt aufrechtzuerhalten. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, sind diese 8 Demigötter alle aus verschiedenen Fraktionen. Das heißt also, die haben alle unterschiedliche Hintergrundgeschichten und unterschiedliche Nationen. Es ist alles so ein bisschen sehr fabelhaft
großartig, wie das Ganze erzählt wird. Insgesamt geht es quasi darum, dass diese acht die Harmonie der Welt beschützen müssen vor dem Chaos, das komischerweise in dieser Welt plötzlich aufgetaucht ist und die Balance zerstören möchte. Das Traurige oder die Tragödie hinter diesen acht Halbgöttern, die eine sehr große Verantwortung für die Welt tragen, die sie beschützen, ist, dass sie in einem Dreijahresrhythmus sterben und dann ersetzt werden. Drei Jahre sind ein Zyklus und dann kommen neue Götter. Das ist sehr dramatisch und wirkt sich dementsprechend auch auf die Geschichte und auf die Stimmung aus. Die unterliegende Stimmung ist immer relativ schwer, aber gleichzeitig auch sehr interessant, denn es geht nicht so um dieses typische, was man vielleicht aus vielen Final Fantasies kennt, dieses typische Teenager-mäßige Gefühl, dass sich ein Hauptcharakter der Gruppe später zugehörig fühlt, sondern man hat wirklich diese Gruppe von acht Charakteren und man begleitet alle acht gleichzeitig als Zuschauer und entdeckt dabei bestimmte Geschichten und Zugehörigkeiten, die sich dann sehr emotional entwickeln. Ich fand es sehr erfrischend, weil es mit sehr vielen Stereotypen bricht. Es erinnert tatsächlich an sehr vielen Stellen an Final Fantasy XII, eher als ein Final Fantasy VII, von der Erwachsenheit der Charaktere. Und ich finde generell aber setzt es sehr, sehr eigene Maßstäbe für die Erzählung einer Geschichte in Fantasy-Form, in High-Fantasy-Form, in so einem Mischmasch-Fantasy, das Astria Ascending da irgendwie präsentiert. Es hat etwas sehr, sehr klassisches High-Fantasy-mäßig, hat ein bisschen Steampunk-Elemente und was das Genre angeht, ist es super, super spannend. Für jemanden wie mich, der sehr gerne sich in verschiedenen, unterschiedlichen Genres aufhält, es war wirklich sehr, sehr erfrischend, gerade zu einer Zeit, wo ich mich sehr oft in Shibuya befunden habe, wie ihr an Neo The World Ends With You vielleicht sehen konntet, oder in so einer Fantasy, so einer klassischen Fantasy-JRPG-Welt, die uns jetzt mit Tales of Arise erwartet. Und ich stelle es auch einfach mal in diesen Kontext, man könnte ihn da noch Crystals nennen, was auch sehr ähnlich von der Art und Weise, wie ein Indie-Game mit JRPGs umgeht, könnte man das so in diesen Kontext mit reinsetzen. Und da, finde ich, hat Astria Ascending auf jeden Fall durch den Klang und durch die Optik allein schon ein sehr schönes Herausstellungsmerkmal. Allerdings ist das Gameplay so komplex und so ebenfalls sehr, sehr interessant, dass ich das Ganze in drei Teile aufgeteilt habe für euch. Ihr könnt das unten direkt in den Timestamps mitverfolgen. Natürlich hier auch an dieser Stelle, wenn ihr schon bei den Timestamps seid, könnt ihr uns gerne ein Like und ein Abo dalassen, falls ihr das noch nicht getan habt. Das nur am Rande. Aber ich möchte euch drei Dinge heute erklären, die mir beim Gameplay aufgefallen sind und die euch wahrscheinlich die Entscheidung nehmen werden, ob ihr noch ein JRPG dieses Jahr spielen solltet oder nicht. Das allererste ist das Combat-System an sich. Wie funktioniert der Rundenkampf? Ist da irgendeine Neuigkeit dabei? Ist da irgendein neues System oder nicht? Ich kann euch schon mal verraten, dass es zwei Dinge gibt, die mir besonders aufgefallen sind, die aber allerdings nicht neu sind in JRPGs. Als zweites habe ich für euch das gerade vom Studio selbst vorgestellte J-Stir-System. Das ist ein kleines Minigame. Jedes JRPG, jedes Final Fantasy hat irgendwie ein kleines Minigame. Das gehört einfach dazu. Und ich finde J-Stir ist so eins der cooleren. Und als drittes möchte ich noch über die Dungeons und den Weltenaufbau reden. Und am Ende lasse ich euch natürlich wissen, wie ich das insgesamt finde, ob ich es euch ans Herz legen würde oder nicht. Und ihr lasst mich wissen, ob ihr das cool findet oder ob ihr es mir ans Herz legen würdet oder nicht. Das Gameplay dreht sich im Prinzip um die acht Halbgötter. Und während wir acht von denen haben, können dem Kampf nur vier von denen beitreten. Das bedeutet, wir müssen uns immer aussuchen, welche vier wir jeweils in den Kampf schicken. Und das ist nichts Außergewöhnliches im JRPG-Genre. Allerdings macht Astria Ascending das Ganze sehr ausbalanciert, denn man wird immer wieder dazu aufs Neue animiert, wirklich alle acht einmal durchzuwechseln. Und außerdem ist das Durchwechseln super einfach. Man kann es sowohl vor dem Kampf im Menü machen, als auch während des Kampfes, ohne besonders viele Runden oder Züge verbrauchen zu müssen. Allerdings bringt Astria Ascending
zwei Elemente ins Spiel, die man auch bereits aus anderen Teilen kennt, wenn man sie denn kennt, und bereitet sie nochmal sehr, sehr spaßig auf. Das wäre zum einen das Schwächen- und Stärkensystem, das man aus den Shin Megami Tensei oder der Persona-Reihe kennt. Man muss also anfangs so ein bisschen rumprobieren, was die Schwächen und was die Stärken des Gegners sind. Und dann kommt noch ein wichtiges Element dazu, und das geht so Hand in Hand, das man vielleicht auch schon aus Bravely Default kennen könnte. Das nennt sich hier anders, das nennt sich hier Focus Point System. Das Fokussystem funktioniert eigentlich exakt wie bei Bravely Default, nur mit dem Fokus darauf, dass nicht die einzelnen Attacken stärker werden sollen, sondern dass die ganze Gruppe ausgeglichener funktioniert und man nicht unbedingt immer schwache Charaktere direkt austauschen muss. Das ist deshalb so cool, weil wenn man zum Beispiel drei verschiedene Gegnertypen hat und die einen sind besonders schwach Magie gegenüber, aber unser Magier ist besonders schwach in der Verteidigung, dann kann der Magier erstmal seine ganzen Angriffspunkte an den Nahkämpfer zum Beispiel übergeben. Und der Nahkämpfer zerstört dann erstmal die Gegner, die besonders schwach gegen Nahkampf sind. Und wenn die zerstört sind, kann der Nahkämpfer die ganzen Stärkepunkte quasi an den Magier übergeben. Und der Magier zerstört dann mit seiner Magie, die jetzt besonders stark geworden ist, den letzten Gegner. Das funktioniert unfassbar gut und animiert sehr dazu, auch wirklich alle 8 Charaktere einmal durchzurotieren. Und vor allem Heiler und Charaktere mit echt etwas schlechterer Verteidigung können dadurch sehr gut als strategische Punkte eingesetzt werden, um den Kampf gegen Endbosse beispielsweise ausgeglichener zu machen und auch einfach strategischer zu machen. Zum normalen Gameplay gehört in einem JRPG aber auch die Skilltree. Dabei ist ganz interessant, ich hatte ja gerade von dem Stärke- und Schwächesystem erklärt, bestimmte Charaktere können eine magische Fähigkeit freischalten, die Schwäche der Gegner quasi zu erkennen und zu bestimmen, ohne dass man rumprobieren muss oder Angriffsstärke einbüßen muss. Und bisher hatte ich nicht das Gefühl, dass mich das Spiel dafür bestraft, dass ich mich nicht aktiv in eine Richtung auslebe oder in eine andere. Manchmal probiere ich auch gerne rum und skill dann erstmal alles auf einmal, was nicht so gut ist, aber zum Ausprobieren ganz gut klappt. Und ich werde nicht dafür bestraft, dass ich bestimmte Skills nicht habe. Was aber mit den Ausrüstungen zusammenhängt, denn ich finde die Ausrüstung, das spielt so ein bisschen mit dem Schwierigkeitsgrad, den ich anfangs auch erwähnt hatte, zusammen. Der Schwierigkeitsgrad ist sehr extrem. Also während der allererste Dungeon super einfach ist. Und dann wird es aber nochmal extrem schwieriger, schon bei normalen Charakteren, dass man auf jeden Fall immer wieder und immer wieder grinden muss, beziehungsweise auf seine Ausrüstung achten muss. Und da empfiehlt es sich auf jeden Fall, alle 8 gleichzeitig auszurüsten. Und dieses Ausrüstungssystem ist so zentral in der Damage-Art, dass ich fast schon glaube, dass die Fähigkeitenverteilung dadurch nicht ganz so relevant wird. Wie auch immer, vielleicht spielt das Ganze aber auch super gut zusammen und ineinander, gerade im späteren Verlauf des Spiels, dass man da auch taktisch viel mehr ausprobieren kann. Ich finde, insgesamt ist es eins der übersichtlichsten Spiele in seinem Genre, obwohl wir die ganze Zeit mit 8 Charakteren gleichzeitig manövrieren müssen. Und das ist sehr beachtlich und gut gelöst, finde ich. Ich bin sehr, sehr schnell überfordert mit zu vielen Items. Ich denke da gerne an die Strangers of Paradise Demo zurück, die das Gegenbeispiel dazu darstellt, denn man hat ultra viele Items zugeschmissen bekommen und hat trotzdem irgendwie immer nur die gleichen 3 Items benutzt. Und das war hier genau das Gegenteil der Fall. Also wir finden in den Truhen kaum extra Ausrüstung und wenn, dann nur vereinzelt und auch sehr, sehr gute Ausrüstung. Und es lohnt sich dadurch, dass man ab und zu auch wirklich viel grinden muss, auch jede Strecke abzulaufen. Und auch da muss ich sagen, ist diese Balance in den Dungeons selbst super gut gelungen. Dazu komme ich auch gleich noch. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass ich finde, dass, worauf ich hinaus wollte, war, dass ich finde, obwohl das Spiel versucht, in seinem Genre ein sehr strategisch wertvolles und schwerwiegendes und klassisches JRPG zu sein, hat es trotzdem so eine Indie-Leichtigkeit to it. Also es hat so ein Indie-Gefühl und dieses, hey, wir nehmen da jetzt die Bravely Default-Sachen, wir nehmen ein bisschen Grind, wir nehmen so ein Stärke-Schwäche-System, was relativ intuitiv ist und packen das alles in ein Kampfsystem, das trotzdem
sehr einfach zu erlernen ist und sehr viel Spaß macht und übersichtlich bleibt. Das finde ich sehr interessant, aber ist auch alles nicht neu, muss man dazu sagen. Kommen wir erstmal, bevor ich hier noch weiter ausschweife, zum zweiten Gameplay-Teil, dem kleinen Minigame. Minigames, Kartengames, Sammlerstücke, Nebenquests, die sich an sowas wie Gwent aus The Witcher orientieren. Das ist ja im JRPG-Genre nichts Neues. Das gab es bei jedem Final Fantasy-Teil und bei sehr vielen anderen JRPG-Spielen gibt es das auch. Nun haben wir hier ein Spiel, das heißt J-Stir. Und J-Stir ist wirklich unfassbar witzig, denn es ist so ein bisschen wie dieses Spiel, wo man schwarz-weiße Spielsteine hat und dann muss man einen Spielstein mit der anderen Farbe, also zum Beispiel schwarz muss weiß umranden, damit dann wird weiß schwarz und dann gewinnt die Person mit den meisten. Das war furchtbar erklärt. Ich verlinke euch hier oben ein Video von Astria Ascending, wo sie J-Stir nochmal richtig erklären. Das Coole bei J-Stir fand ich, außer dass es ein süßes kleines Minispiel ist, was jeder kennt, was aus so einer Grabbelkiste 100 Spiele für den PC oder so sein könnte, ist, wie präsent es mitschwingt in der ganzen Welt. Und trotzdem kann man es komplett ignorieren, wenn man gar keinen Bock drauf hat, sondern nur die Hauptstory durchspielen möchte. Eine Sache, die mir dabei besonders positiv aufgefallen ist, ist, dass diese Spielsteine mit in das Gameplay, also in das Kampfsystem, integriert werden. Und das machen die Entwickler sehr interessant mit dem Charakter Arpaggio. Er ist von der Klasse ein Dieb und er ist eigentlich so ein Charakter, der... Ihr wisst, wie Diebe in Videospielen sind. Also nicht besonders stark, sondern eher taktisch und knifflig. Und so ist Arpaggio auch. Deswegen hatte ich am Anfang gar keine Motivation, ihn in mein Team mit aufzunehmen, in mein Viererteam, in das Standard-Kampfteam. Er hat aber die Fähigkeit, ein Monster, also einen Gegner, in einen Spielstein umzuwandeln. In einen Spielstein für dieses J-Stir-Spiel. Dann hatte ich auf einmal Lust, Arpaggio öfter in mein Team zu lassen, weil ich das ganz spannend fand, inwiefern er es wirklich schafft, die Monster in einen Spielstein umzuwandeln und wann er es nicht schafft. Und dann macht es auch auf einmal Spaß, strategisch über ihn nachzudenken. Und man hat so diesen typischen Pokémon-Sammler-Drang dabei. Das ist ja nichts Neues, aber wie gesagt, es ist mit so einer Leichtigkeit gemacht, dass es wiederum... Es wirkt nicht so aufgezwungen und deswegen will ich es mal ausprobieren. Und ich habe nichts zu verlieren, wenn ich es ausprobiere. Aber manchmal macht es Spaß und deswegen fand ich, es ist ein schönes Minigame für zwischendurch. Last but not least will ich über drei Dinge reden, die ich bisher nur angerissen habe. Und das sind einmal die Dungeons, die Questsysteme und der Grind. However, die Dungeons sind wirklich wunderschön designt. Jedes hat eine eigene Soundkulisse. Und vor allen Dingen, nicht jedes Dungeon, aber viele Dungeons haben ein eigenes Rätselsystem, das man vielleicht auch aus Persona kennt. Ich muss immer an Persona denken, weil ich finde, dass die Persona-Reihe als JRPG ein sehr cooles System hat, um sich in den Dungeons vorzubewegen. Und ich finde, deren Rätsel sind nicht zu schwer, aber auch nicht zu einfach. Astria Ascending macht das so ähnlich. Und ich finde, dass diese kleinen Rätsel regen wirklich sehr positiv dazu an, die Umgebung doch noch mal genauer sich anzuschauen, doch noch mal ein bisschen mehr zu erkunden. Allerdings ist es nicht mit zu viel Backtracking verbunden. Und das fand ich sehr cool, weil das nicht so diesen Draining-Effekt auf mich hatte. Also ich hatte nie das Gefühl, dass mir ein Dungeon auf die Nerven ging, weil ich zu oft hin und her laufen musste. Die Dungeons sind super übersichtlich. Generell ist das Spiel eher ein kürzeres JRPG. Also für Genre-Verhältnisse ist es eines der nicht ganz so lang. Man braucht 50 Stunden, um 100% zu schaffen und 25 bis 30 Stunden, um die Story durchzuspielen. Und das ist natürlich trotzdem eine beachtliche Zahl. Das ist kein Ratchet & Clank, aber es ist auch kein Persona 5, wo man 160 Stunden braucht, um nur die Story durchzuspielen. Dann hängt mit dem Ganzen ja auch noch das Quest-System zusammen. Das Quest-System ist ebenfalls sehr interessant. Es gab bei den es gibt Hauptquests und Nebenquests und die sind auch wirklich sehr übersichtlich. Man kann auf einen Knopfdruck immer die Hauptquests oder generell die aktuellen Quests sehen. Man kann aber auch ins Hauptmenü gehen und da nochmal durchswitchen. Aber ich muss auch sagen, ich hatte in den ersten Dungeons nicht das Bedürfnis, unbedingt jede Nebenquest machen zu müssen. Wobei ich eine hatte, die da wieder wegen Arpaggio besonders herausgestochen hat. Denn Arpaggio hat auch eine Fähigkeit, die nennt sich Stehlen. Und naja, damit kann er halt Gegnern Items stehlen. Und das macht man normalerweise nicht so oft. Deswegen gibt es eine Nebenquest, die genau das fördern möchte. Und dazu musste ich in einen Dungeon, den ich bereits durchgespielt habe, und da den Gegnern bestimmte Gegenstände stehlen, um die dann wiederum in diese Nebenquest
einzubinden, die wiederum mir ein bisschen mehr von dieser Welt, in der ich mich befinde, erklärt hat. Und das war eigentlich sehr nett, aber es ist auch wieder sehr klassisch. Also es ist nichts Neues. Und tatsächlich kommen wir auch jetzt schon zum Fazit. Das Spiel, ich habe es jetzt mehrmals erwähnt und ich fasse es auch so zusammen. Astria Ascending fühlt sich für mich an wie ein JRPG, das man kennt, das einem sehr, sehr vertraut ist und für das man von jedem Spiel, das man irgendwie mag und als klassisch empfindet, die Cherries rausgepickt hat und das alles in einen Teig zusammengemischt hat, der richtig viel Spaß macht, der gut aussieht und sehr gut klingt, an den Profis beteiligt waren, aber auch Leute, die gesagt haben, hey, wir wollen ein einfaches, simples, spaßiges Erlebnis daraus machen. Man spürt, dass es sowohl ein Indie-Studio war, also dass nicht allzu viele Leute dran beteiligt waren. Trotzdem hat es so eine gewisse Schwere und eine gewisse Qualität, die das Ganze verfolgt. Ich muss sagen, gerade das Aussehen hat mich immer wieder dazu motiviert, zurückzugehen und mir die Sachen genauer anzugucken. Generell super viele sehr gute Quality-of-Life-Elemente. Man kann immer fast traveln, man kann die Charaktere zu jeder Zeit umtauschen. Alles, was im Menü passiert, kann man eigentlich während des Kampfes auch machen. Das fand ich persönlich immer sehr cool. Man kann zu jedem Zeitpunkt speichern. Ja, und deswegen wirkt es auch so, als hätten das Fans gemacht, die so viele JRPGs gespielt haben und dann gesagt haben, ja, aber warum nehmen wir nicht einfach die Creme de la Creme von all diesen geilen JRPGs und packen sie in ein Spiel? Was dabei sehr gut gelungen ist oder besonders gut gelungen ist, ist tatsächlich, dass die Charaktere nicht Stereotyp sind. Es sind keine Jugendlichen, ich muss jetzt mein Leben wiederfinden, sondern es ist wirklich eine tolle neue Geschichte. Ein Mix aus Genres, 8 verschiedene Charaktere, die alle eine dreidimensionale Geschichte erzählen und wahrscheinlich noch eine viel größere Geschichte erzählen werden in den kommenden Stunden, die ich noch nicht gesehen habe. Ich freue mich sehr auf das komplette Spiel. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Das Einzige, was ich wirklich zu bemängeln habe, ist der Schwierigkeitsgrad, also nicht der Schwierigkeitsgrad, den ich persönlich einstellen kann im Menü, das ist sehr gut gelöst. Den kann man auch sehr gut regulieren. Es geht mir nur darum, dass ich von Dungeon zu Dungeon einfach einen Schwierigkeitsanstieg bemerkt habe, der zu unfair ist, als dass ich ihn irgendwie rechtfertigen könnte. Außer nur für den Grind. Und das ist immer so ein bisschen schwach. Und ich habe gehört, dass für die englische Version die Synchro sehr schlecht gewesen sein soll. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich es auf Japanisch gespielt habe, da. Und ich glaube, deswegen konnte ich sehr gut in die Story eintauchen. Es gibt auch deutsche Texte. Wenn man es allerdings auf Englisch spielen will, dann wird es schwierig, glaube ich, die Story komplett nachverfolgen zu können, wenn sich an der Synchro soweit nichts ändert. Und ja, das war's schon. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, zu sehen, ob Astria Ascending was für euch sein könnte oder auch nicht. Und ihr lasst mich jetzt in den Kommentaren wissen, ob Astria Ascending was für euch ist. Ansonsten könnt ihr hier oben ein Was bisher geschah zu Metroid, die gesamte Metroid-Saga. Und hier unten findet ihr eine Playlist mit all unseren Tests, angespielt, whatever you want. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.